Insanity, meine Besten, hier ist für euch Marc. Ich begrüße euch ganz herzlich zurück zu Let's Play Uncharted Drake Schicksal. In der letzten Folge haben wir uns mal wieder durch einen Haufen Bösewichte gekämpft, sind hier über diverse Freeclimbing-Passagen außen an der Mauer entlang in diese Festung gelangt, haben uns hier wieder einiger Gegner erwehrt, ordentlichen Rums gemacht mit einigen explodierenden Fässern. Ich habe euch das Geschütz hier gezeigt. Und jetzt machen wir direkt ohne große Umschleife oder weitere Vorreden auch weiter und schauen mal, was sich hier an diesem geheimnisvollen Ort noch so alles, hä? Wo kommt der jetzt her? Finden lässt. Junge, du hast mich da völlig in, also völlig durcheinander gebracht. Ich war ja gerade noch am Reden und an der Einleitung dran und auf einmal kommt da so einer und meint da plötzlich sein zu müssen. So. Mal schauen, wenn ich mich nicht täusche. Genau. Hängt da oben doch der Fallschirm von Elina. Hoffentlich finden wir da vielleicht einen kleinen Hinweis auf ihren Verbleib. Ja, ich habe gerade schon gesagt, dass da der Fallschirm ist. Tja, finden wir mal raus, was das bedeutet. So, okay, ich glaube, den Dingens untersuchen wir jetzt nicht zwingend. Und, hä? Nein, was machst du? So, Moment. Jetzt will er gerade nicht, wie ich will. Hä? Das muss daran liegen, dass ich jetzt auf einmal Version 1.1 habe. Die hatte ich vorher nämlich nicht. Meine Herren, also irgendwie läuft das ja gar nicht so, wie ich will. Und das sind wieder nur so Kleinigkeiten, die... Naja, gut, endlich. Genießt die Cutscene. What's she doing? Hallo? Buca Pinto! Sia Bahini, Pizza Sekara! Ah, crap. Sia Lalo! Chepatan, Buca Pinto! Ah, Tai! It worked! There he is! Up there! Get on the gun! Oh boy. Ach, Drake, du und deine Possen. Jedenfalls haben wir hier eine neue Waffe, und zwar die Wes Kaliber 44. Und wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, ist das eine dicke Magnum-Wumme. Und mir fällt gerade auf, verdammt, die sollten wir natürlich nicht verschwenden, um da... Ja, die verschwenden wir erstmal hierfür. Die Magnum ist eine sehr, sehr starke Waffe. Ein sehr, sehr starker Revolver. Und an sich brauchen wir den ja gerade eigentlich gar nicht zwingend. So, den haben wir auch noch. Kann die meisten Gegner mit 102 Schüssen ausschalten, egal ob Kopftreffer oder nicht. Und ja, ist insofern eigentlich eine sehr gute Waffe. Hat eben den ganz großen Nachteil, das ganz große Manko, dass sie nur sehr, sehr wenig Munition hat. Und dass man auch nur sehr, sehr wenig Munition für sie mitnehmen kann auf Reserve. Naja, das macht das Ganze ein wenig schwierig, sie einzusetzen, und man sollte sie nicht zwingend als Hauptpistole mitnehmen. Denn wie ihr seht, die Pistole ist natürlich hier wieder unser teuer Begleiter in jedem Gefecht. Und wir müssen mal kurz ein Stück nach hinten rennen, glaube ich, weil irgendwo werden wir hier abgeschlossen und ich weiß nicht genau von wo, und das ärgert mich sehr. Wo ist denn der? Ach, da ist er. Ach, von da. Gut, dass der eine Schrotflinte hat, der kann uns dann von da unten nämlich kaum was anhaben, weil natürlich die Streuung viel zu intensiv ist. Aber gut, wir haben soweit wohl Elina wiedergefunden, wissen zumindest, dass sie lebt. Wir haben sie ja nicht direkt wiedergefunden, sie ist ja immer noch weg von uns. Aber ja, das ist doch schon mal ein ganz, ganz großer Vorteil, eine große Errungenschaft. Und dann wollen wir doch mal schauen, ob wir die alte Reporterin oder die junge Reporterin nicht finden können. Hier wieder eine Moss, und was haben wir hier? Nee, gar nichts. Nee, auch nicht. Tja, schade, hatten glaube ich alle keine Pistolen dabei, sondern nur Maschinengewehre. Schade, schade, schade. Ich hätte gerne ein bisschen die Pistole wieder auf Maximum aufgestockt, aber gut, da müssen wir uns auch... Wow, 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 Junge! Okay, da hinten hat... Wow, 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 wow. Jetzt wären wir beinahe gestorben. Der da hinten hat ein Geschütz, das ist natürlich absolut gar nicht gut. Ganz im Gegenteil, das ist eigentlich sogar ziemlich scheiße, was wir machen wollen. Ist jetzt in seinen kleinen Feuerpausen hier mal runter zu springen. Und jetzt schließt er. Na, Verzeihung, jetzt hatte ich gerade einen Frosch im Hals.
Jetzt schießt er da wild nach unten. Also das ist aber auch ein Bösewicht, das muss ich ja schon sagen. Aber Verzeihung bitte. So, jetzt muss man also immer diese kleinen Feuerpausen ausnutzen, um bis hierhin zu gelangen. Und wenn wir hier sind, können wir uns... Wo ist er? Ach, da. Diesem Typen hier erwehren, beziehungsweise ihn einfach ganz aus dem Geheimen heraus ganz offen erledigen. So, und hier haben wir die M79 oder das M79. Und ja, was ist das? Seltsames Fadenkreuz. Mal schauen, was das so ist. Oh, nice, ein Granatwerfer. Aber wir bleiben doch lieber bei unserem getreuen AK, würde ich mal sagen. Denn das können wir wesentlich besser gebrauchen letzten Endes. So, oh, noch eine Granate, sehr schön. Gut, und das heißt also, wir können, nachdem wir das Geschütz da völlig zerstört haben, jetzt hier lang. Und jetzt kommt einer der Kämpfe, die mir häufig Probleme bereitet haben, die mir bei meinem letzten Versuch, das Spiel aufzunehmen, absolut keine Probleme bereitet haben. Aber ja, ich hoffe mal, ich kriege so gut hin wie beim letzten Mal, sonst werden wir hier nämlich ein Weilchen verbringen. So, erstmal hier hinter. Und ganz, ganz schnell alles, was da oben steht, ausschalten. Und dann natürlich auch alles, was hier direkt vor uns ist. Einfach drauf. Ohne große Kompromisse. Na, es nervt immer, wenn man dann mittendrin in so einer Salve nachladen muss. So, von hinten kommt noch nichts. Jetzt kommen sie von dort. So. Und wie gesagt, wichtig ist, dass ihr wirklich die Gegner hier erledigt, bevor sie zu nah an euch rankommen. Natürlich, wenn es geht, solltet ihr auch Kopfschlüsse einsetzen. Einfach um ein wenig Munition zu sparen. Ihr seht, ich habe hier jetzt schon ordentlich wieder verballert, was natürlich an sich gar nicht gut ist. Oh, fuck. Na, stirb doch. So, wir wechseln jetzt einfach mal direkt aufs AK. Einfach um ein bisschen mehr Feuerkraft zu haben und damit das Ganze hier etwas schneller vonstatten geht. Na, mein Freund. Schlitt, 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 schlitt. Ah, das ist gerade gar nicht gut. Wir wechseln kurz wieder auf die Pistole zurück, damit wir gleich noch ein wenig AK-Munition haben. Sollten wir sie brauchen. So, und ich meine, jetzt müssten wir uns umdrehen. Ich hoffe, ja, genau. Und den hier gleich mal mit ein paar Faustschlägen erledigen. Auch wieder, um Munition zu sparen, den hier auch gleich hinterher. Und... ja, Halleluja, aber auch wir haben es, glaube ich, echt geschafft. Das wäre natürlich super. So, nee, die Micro wollen wir nicht. Wir wollen hier, genau, normale Pistolenmunition, PM 9 oder was es war. Oder nee, nur PM und 9 mm, richtig. Ein Wunder, ich habe, also, wow. Das lief wesentlich besser als gedacht. Ich habe immer Angst gehabt bisher bei dieser Stelle, aber ich glaube, allmählich weiß ich, wie man das Ganze zu handhaben hat. War natürlich etwas unklug in gewisser Weise, sich dahinter diese eine Deckung zu setzen. Aber irgendwie ist das einfach so vom Standort her die... Nein, 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 nein. Ah, ich dachte schon. Ich dachte, wir müssten jetzt mit der, Dingens da machen, aber müssen wir scheinbar noch nicht. So, und hier muss man raufspringen. Man muss irgendwie wissen, dass man da auch wirklich hochkommt. Keine Ahnung, ist ein bisschen blöd gemacht. Aber hier geht's rüber und das sieht man natürlich sehr, sehr gut dann wieder. Und einmal hier lang, zack. Schon sind wir drauf, können wir was einsammeln. Das ist sehr gut, dankeschön dafür, Spiel. Und dann wollen wir doch erstmal dieses Tor hier öffnen. Denn wenn wir ein Tor geöffnet haben, kommen wir weiter. Wir machen den Weg frei. So, oh. Okay, jetzt sind wir hier im Wasserbecken. Und müssen mal schauen. Da hinten scheint es so einen kleinen Vorsprung zu geben, wo wir uns dran festhalten können. Versuchen wir also gleich mal. Ja, klappt. Und dann können wir hier rüber. Und wieder etwas Katzen gleich hier und Affen gleich rüber und drunter und drumherum springen. Ach ja, Drake. Du bist schon ein kleiner Kletterfritze. Und wenn wir hier dran drehen, dann öffnen wir die Schleusen. Öffnen wir die Schleusen, dankeschön. Dass das Spiel auch mal das macht, was ich gerade sage, was es gleich machen wird. Und das bedeutet, wir haben den Wasserstand erhöht und können jetzt hier an diesen hervorstehenden Steinen entlang hangeln zu einer weiteren Schleuse. Ja, wir sind hier total am Rumrätseln, im Esther-Zelda-Manier schon fast.
Und wenn wir diese Schleusen noch geöffnet haben mit Quicktime-Events, die hier zum Glück nicht ganz häufig angesetzt werden. Ich meine, in manchen Spielen sind die ja wirklich, die sind ja voll von diesen Dingern und irgendwann nervt es doch, oder? So, dann kommen wir hier hoch und haben damit eine weitere Passage des Spiels überwunden und sind jetzt in Kapitel 6, Schlüssel zur Vergangenheit. Mal schauen, oh, okay. Ich denke mal, da hinten waren wir vorhin schon irgendwo in einer der vergangenen Folgen. Ja, Elina, wo bist du? Ja, vielleicht war Elina da auch gerade, wo wir jetzt gerade gewesen waren. Oh, ich erinnere mich, was das hier für eine Stelle ist. Ah, meine zweite Hassstelle. Wait a minute. What's so important about that tower? Was? Nein, Cutscene Damage. So. Schauen wir mal. Ich meine, notfalls haben wir natürlich auch noch Granaten, fällt mir gerade ein. Wenn alle Stricke reißen sollten. Aber gut, den haben wir auch erledigt. So, jetzt kommen von da oben die Blödmänner. Aber das ist noch gar nicht das Problem. Das Problem ist überhaupt nicht, dass die da oben stehen. Nein, das Problem ist, dass wir da nachher auch hoch müssen. Und dass da irgendwo einer steht, der uns ziemlich ficken kann. Ich meine, es ist ganz ernst. So, mein Freund, komm bitte hervor. Ich danke dir. War das ein Headshot? Scheint so. Okay, wir haben hier unten jetzt alle Gegner erledigt und dort oben auch ein paar. Als ich das jetzt schon mal aufnehmen wollte, was dann ein paar technische Schwierigkeiten hatte, deswegen war am Ende irgendwie alles scheiße und ging nicht richtig, als ich das letzte Mal versucht habe, das hier aufzunehmen, das Spiel. Da bin ich hier zig Trilliarden Mal gestorben. So, ich denke, hier sind wir relativ sicher. Oder auch nicht. Hey! Aber ich meine, irgendwo da mussten wir Deckung suchen. Deswegen werden wir das direkt nochmal probieren. Okay, der ist weg. Das ist sehr gut. Der ist auch weg. Das ist auch sehr gut. Oh, der ist auch schon weg. Meine Herren, wir haben ja gerade einen Lauf. Meine Besten, wir haben einen Lauf. Versteht ihr? So. Da oben bitte. Na, jetzt versteck dich nicht. Das tut auch gar nicht. Also das tut schon weh, denke ich mal. Aber nicht lange, weil ich meine, ich weiß ja jetzt nicht, ich bin noch nie in den Kopf getroffen worden oder irgendwo anders hin. Ich bin auch sehr froh drum, ganz ehrlich. Ich kann mir schon vorstellen, dass das ziemlich scheiße weh tut. Naja, solche Spiele sind eigentlich schon ziemlich grausam. Wenn man mal drüber nachdenkt. Oh, so. Jetzt da hinten. Sofort eine Granate hin, denke ich mal. Und deswegen versteckt er sich dahinter und lässt sich töten. Ah, sehr gut. Wir haben die perfekte Deckung eigentlich. Denn von hier aus können wir die Gegner super aufs Korn nehmen. Oh, der ist auch schon tot und dann noch. Na. Und die können sich nahezu nicht richtig vor uns verstecken. Also, was mache ich denn hier gerade? Ich verballer und verballer und verballer eine Kugel nach der anderen. Ja, ein Glück, dass wir das hier jetzt schon wieder so gut hingekriegt haben. Ich hätte es. Nein, 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 nein. Ah, ich bin so blöd. Ich bin so blöd. Ach, macht eh nichts, wir hatten eh keine Munition mehr für das. Ah, jetzt haben wir wieder Munition dafür. Das ist auch sehr schön. Es wendet sich doch immer alles zum Guten hier mit Nathan Drake und seinen Freunden. So. Was wir jetzt machen wollen, ist erstmal hier das Tor da unten auf. Unser Ziel ist dieser Turm hier. So, da können wir reingehen, aber wir kommen nicht ganz nach oben, wenn wir hier reingehen. Wir müssen aber ganz nach oben, denn, wie wir ja gerade gesehen haben, hat der Francis Drake irgendwas auf seiner Karte geschrieben, was mit diesem Turm zu tun hat. Also müssen wir da höchstwahrscheinlich rein oder sollten uns das zumindest einmal ansehen. Hier hinten übrigens noch ein kleines Waffenlager mit Granaten und einer Moss, wenn man die möchte. Wie gesagt, ich nehme die ja eher nicht so, ist nicht meine Waffe der Wahl. So, AK, das ist schon wesentlich besser, passt besser zu uns. Und hier müssen wir schließlich und letztendlich lang, machen wir mal Select. Jo. Tja, das bedeutet wohl, dass wir in den Turm müssen, um durch diese Tür zu gelangen. Und das machen wir, denke ich mal, in der nächsten Folge von Uncharted Drake Schicksal. In dem Sinne, meine Besten, ich bin Marc, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaut euch auch die nächste Folge wieder an und würde sagen, bis dann. Ciao.